Schönen guten Abend, liebe Tesla-Freunde. 18:30 Uhr wieder zur gewohnten Zeit. Das war ja ein Fest gestern um 12 Uhr, kam das Video raus. Ich hoffe, ihr hattet dann noch einen schönen Weihnachtsnachmittag und einen Weihnachtsabend vor allem. Ihr wurdet reich beschenkt und hattet ein schönes Essen und einen friedlichen Abend. Gestern Abend, Heiligabend. Heute ist der nächste Tag. Heute ist Dezember, den 25. Ja. Und wir haben das 25. Türchen. Ja, also mein Kalender hat halt eben keine 24 Türchen, sondern 31 plus 2. Weil er fängt ja bei 0 an und geht bis 32. Also gut. So ist es halt bei mir heute hier bei Tesla Markus. Ja, bevor wir weitermachen, machen wir eine kurze Schaltung zu Philipp Helwig. Der hat nämlich gestern das Geschenk erhalten, und zwar er darf jetzt 2 Wochen lang meinen Tesla Model S fahren nächstes Jahr, zu einer Zeit, die er sich aussuchen kann, mehr oder weniger. Ihr habt das ja gestern gesehen. Und wir haben ein Video aufgenommen, wo er diese Nachricht erhalten hat, und die seht ihr jetzt. Geht um diese 714 Euro. So, jetzt geht es fast überlastlos weiter. Ja, jetzt sehen wir gleich die Überraschten. Ja, das ist jetzt wirklich, das geht hier hoch zu. Das wäre spannend, Hase. Ja, Der wir können uns schon nicht Überraschte. lange aufhalten an Weihnachten. Ne? Also jetzt geht's an den Überraschten. Viel Spaß. So, und der Und wieder Gewinner bei uns zu von Hause. meinem Model S, kostenloses Fahren von 2 Wochen, ist in diesem kleinen, unscheinbaren Haus mit der Podcast-Aufnahme gezeichnet von Peter Lustig. Da ist der Marcel. Ach, Philipp. Ich wollte euch mal anschauen. Da ist der Philipp. Nein, macht nichts. Hallo. Wusstest du das? Wir sehen auch fast gleich aus. Sehen euch gleich aus, das habe ich euch gleich nebeneinander. Grüß euch. Wir haben Was? heute weltexklusiver Einblick ins Killer Electric Studio. Da war nämlich tatsächlich noch niemand drin. Das alte Studio hatten wir auf Fotos. Da habe ich immer das Mal sehen Wir können. sind Das war schon verarschen. oben, ja, oben. Aber wir sind umgezogen nach Wusstest du das? Studio V2, ist jetzt im Keller. Da war noch keiner. Oh, Nee. eine Premiere. Da ist er. Philipp Helwig, du bist der Weißt du, was Gewinner die von Dynamik? deinem Model S. Das hast du hoffentlich, du bist wahrscheinlich gerade erbrochen und lässt dich Wahrscheinlich atmen nicht. und denkst, das kann doch Nein, gar das nicht sein. ist gut. Ja, das ist aber so. Ich habe dich ausgewählt. Ja, das bin ich nur kurz Was geworden. Nachdem Nein. ich das Equipment eben aufgehängt hat, wo ich das erzählt hatte, habe ich aber eigentlich nur das gesagt, dass du dich jetzt einfach mal ganz blöd umdrehst und in die Kamera deiner Frau schaust. Die filmt es gerade mit einem Handy. Und Ja, das merke ich jetzt auch. Dann veröffentlicht. Also voll frei für dich jetzt. Und wenn du fertig bist, dann schauen wir das mit dir weiter. Woher weißt Ich du wünsche dir einen das? ganz, ganz tollen Weihnachtsabend. Tschüss. Alter, willst du mich verarschen? Ich danke dir. Ich danke dir und ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Achso, da ist noch eine Kamera. Da ist noch eine Kamera. Das Ding weiß auch Bescheid. Ihr macht mich fertig, ey. Ich habe mir noch nicht mal die Haare geschnitten. Wie sehe ich denn aus, ey? Ja, cool, ne? Also hat mich echt gefreut. Also nochmal Grüße an dich, Philipp. Ich freue mich auf die Zoe, wenn ich sie denn fahren darf. Ansonsten fahre ich sie nicht. Und du fährst meinen Tesla. Jetzt aber zum heutigen Video. Und das wird präsentiert von Andreas Lüdke. Die Tesla-Kanäle strotzen vor Energie. Und ich habe den Andreas Lüdke. Und ich sag gleich mal die Zahl. Gestern gab es keine Zahl. Heute ist die 8. Ne? Heute Berken 8. Der Andreas Lüdke, ich habe ihn ausgewählt wegen diesen. Erstmal dieses kurzen Statements und zweitens will ich natürlich dann auch diesen Inhalt dazu verwenden, für die anderen Tesla-Kanäle etwas zu werben. Das aber später. Jetzt zuerst einmal zum Andreas. Der hat hier ein paar Vorteile, was das Kommentieren angeht. Er macht das, also nichts gegen die Leute, die lang kommentieren. Also nicht falsch verstehen, also die Leute, die kurz kommentieren, haben auch Vorteile. Und so, ey, macht das immer kurz und knackig. Ich lege ich mal zurück, dann sieht man das alles besser. Wie gefällt euch mein Hemd? Habe ich heute das erste Mal an. Alles gut. Macht mich ganz, ganz schlanken Fuß, oder? Ja. Na gut, gehen wir mal zum Andreas. Erstmal vielen Dank, Andreas, dass du das hier so kommentiert hast. Und das hat sich bezogen auf den Vlog 20. Ist jetzt leider nicht da, habe ich oben rausgeblendet.
Ja, weil der Kommentar kam weiter unten. Egal, gehen wir mal weiter runter wieder. Ich habe den Andreas auch kennengelernt als Kritiker am Anfang. Er ist sowieso Kritiker, also nicht nur am Anfang. Du hast gestartet beim Vlog 6 Roadtrip. Mit einem kleinen Hinweis, warum Vegetarier und Veganer allgemein ja immer so ständig darauf hinweisen müssen, dass sie kein Fleisch essen. Ja, das liegt bei mir daran, dass wenn ich zu McDonald's gehe, ich halt kein Fleisch esse und ich das dann halt raushänge, dass ich den Veggie-Burger esse. Prompterweise hast du aber viele, viele Videos später einmal gesagt, mach doch mal ein Video, wenn du bei McDonald's sitzt und ein Veganer isst. Ein Veggie-Burger. Ach du Scheiße, ich lass das drin. So. Dann, lass mal kurz gucken. Ja, dir gefällt es, dass ich den Twizy so unterstützt habe. Natürlich, das ist eine Ehrensache. Den Bande Gürs wird auch verlinkt. Ich kann heute nicht alle in die Infobox reinmachen, alle Tesla-Kanäle, die ich erwähnen werde, weil da passen nur 5 rein und ich brauche immer nur 2 schon für meine eigenen Verlinkungen. Deshalb mache ich unten in der Beschreibung dieses Videos die ganzen Tesla-Kanäle, YouTube-Kanäle rein, okay? Cool. Ja. So. Okay. Wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ja, du bist auch ein bisschen radikal hier. Du hast mal geschrieben, richtiges Fernsehen ist, wenn man den Rundfunkbeitrag verweigert und dafür in Haft kommt. Empfehle ich nicht. Weil es gibt immer eine Exekutive, eine Legislative und eine Jurisdikative. Hoffentlich habe ich die Kurve bekommen. In Deutschland, aber sowieso in demokratischen Ländern. Und es steht im Gesetz, es ist im Gesetz verankert, dass man zahlen muss, wenn man eine Rechnung bekommt. Und wenn man dann diese Rechnung nicht bezahlt, dann gibt es dann einen gewissen Prozedere und dann landet man irgendwann mal im Gefängnis. Egal, was das für eine Rechnung ist. Ich bin auch bei dir, dass ich auch nicht die Rundfunkgebühren mag. Aber wenn eine Rechnung kommt, sollte man die zahlen. Unter Vorbehalt dann. Aber das, dafür ins Gefängnis gehen rentiert sich nicht. Würde ich nicht machen. Dann hast du noch Hinweis gemacht, dass der Horst Lünning mal ein Workflow-Video gemacht hat, um mir ein bisschen zu helfen, wie das so funktioniert, von 360p auf 4k, das hoch zu skalieren. Habe ich auch gesehen gehabt, zur gleichen Zeit wie du und fand ich auch sehr cool. Ich mache auch von dieser gesamten Reihe ein Video, um euch zu zeigen, wie es funktioniert, wenn man alleine, so wie ich jetzt hier in meinem Sessel, 33 Videos auf einmal macht, und zwar an 3 Tagen. Ich habe hier nochmal eine Kamera laufen für heute, die das auch nochmal filmt und das gibt es dann ein Making-of, das Video Nummer 33 sozusagen, kommt auch noch. Die Tesla-Kanäle, Strotzen vor Energie. Ich habe hier eigentlich keinen Zettel gemacht, welche Tesla-Kanäle ich eigentlich nennen möchte. Ich möchte alle nennen, die ich im Kopf habe. Und zwar fange ich so an, wie ich sie alle kennengelernt habe für mich selbst. Und zwar, an erster Stelle ist das natürlich Tesla Björn für ja, Björn Nyland in Norwegen, den habe ich als erstes entdeckt, vor vielen, weiß nicht, also für mich als ersten Kanal entdeckt, vor vielen Jahren und bin ihm bis heute treu geblieben. Dann später kam dazu in Deutschland, da kam eigentlich mein Kanal schon dazu, obwohl eigentlich der Schräg schon vorher aktiv war, genannt an dieser Stelle, Frank vom Kanal Schräg, unten verlinkt. Hat auch ein ganz tolles Format. Ist sehr groß geworden durch Autopilot-Videos. Viele hunderttausend Klicks sind da drauf. Zu der Zeit kamen die raus, wo das gerade sehr aktuell war mit dem Autopilot. Dann der Reihenfolge nach dem... Ja, der Oliver mit seinem 163 Grad kam mir dann über den Weg gelaufen. Tests, Autotests, mit Fokus auf E-Autos und Hybride. Ich glaube, es rutscht auch mal ein Verbrenner. Nee, glaube nicht. Nee. Habe ich nicht gesagt. 163 Grad. Danach kam gleich der Dennis Wittus, meine ich, wenn ich jetzt nicht lüge. Dennis Wittus, sein Kanal, der Bremer. Hallo Dennis, grüße dich. Alle an die Familie, an die Family. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem kleinen Model S da, mit dem Elektro-Model S. Und der Dennis Wittus, der hat dann die T&T Tesla eingeführt, den Uwe und den Thomas. Auch die haben auch einen ganz tollen Kanal aufgebaut, wirklich wunderbar. Top, super Ergänzung, die beiden. Der Thomas mehr so der Emotionale, der Uwe wird das mehr der Handwerker. Wunderbare Sache. Danach kam ich zu, wen gibt es denn noch? Den Tesla, den Fan-Nachrichten, der Hartmut, habe ich mir ab und zu angeschaut. Auch mal verlinkt hier unten.
Dann, naja, dann kam irgendwann, der Schräg hatte dann mal die Model X Family vorgestellt und über den Schräg kam ich zur Model X Family, zu Basti und Nora. Und da gibt es auch noch etwas, eine Überraschung in der nächsten Woche. Also jetzt könnt ihr euch mal auf neuen Content zusammen mit der Model X Family euch gefasst machen. Das kommt dann. Und jetzt zum Schluss Robin TV, Electrics Robin TV. Ich bin auch durch Zufall auf ihn gestoßen. Ich habe gesagt, was macht denn der da, ja? Der ist ja der ist komplett hibbelig, aber er ist to the point und er fährt auch Tesla. Also es passt ganz wunderbar zusammen. Er besucht die Follower, er macht Roadtrips, also alles rundes Paket. Ich bin auch heute bei ihm abends live dabei. Heute ist für mich der 9. Dezember, für euch ist es der 25. Also heute ist der 9. November. Ich bin schon komplett durcheinander mit den Monaten. 9. November ist heute bei mir und bei euch ist der 25. Dezember. Der 25. Türchen ist aufgegangen und jetzt hoffe ich nicht, dass ich eine vergessen habe aus meinem Kopf. Das wäre sehr sträflich. Ach ja, Bandik Jörs, den hatte ich ja besucht, da ist er mit Twizy rumgefahren und der kam auf der Heimweg, habe ich besucht und habe ein Video gemacht. Den habe ich auch verlinkt hier unten. Und jetzt noch mal kurz nachdenken. Soll ich mal kurz auf meinen YouTube gehen und mal gucken? Vielleicht kriege ich ja noch einen raus hier. Ich will auch wirklich niemanden vergessen. Den Horst Lüning, natürlich. Mensch, Horst. Horst hätte ich nennen müssen, gleich nach dem Tesla-Björn. Horst Lüning macht wahnsinnig gute Videos. Seine Tesla-Videos, die technischen Videos, finde ich sehr gut. Und das erklärt in seinem Sessel sitzen, so wie ich heute hier, so Horst Meidenschein. Und wenn er mal ein Roadster-Video macht, die gefallen mir nicht so gut, Horst. Aber egal, jeder hat so seine Stärken. Ach ja, Mensch, der Nino. Busing Dansei. Sorry, ich habe dich irgendwie... Wir haben auch schon telefoniert heute und gestern und wir haben uns auch geschrieben und wir sehen uns auch bei Robin TV. Ich will dich auf keinen Fall vergessen. Du bist mit dabei hier auf dieser Liste. Busing Dansei. Ja, dann schauen wir mal durch, dass ich nicht doch jemand vergessen habe. Elektrisiert natürlich. Elektrisiert ist natürlich da, der hat einen Haufen Abonnenten, die er rübergebracht hat, der Alex, von seinem Technikkanal und ist entsprechend gut unterwegs mit seinem Tesla. Ich habe versucht, ihn zu besuchen und wenn dieses Video draußen ist, dann habe ich ihn vielleicht schon besucht und wenn nicht, dann nicht, dann nächstes Jahr. So, wann haben wir denn noch? Gehen wir mal weiter. Na, Plug Me In, das ist der Holländer, der durch die Welt fährt mit einem umgebauten Passat. Der elektrisch fährt, auch sehr interessant. Dann ist, ich sehe auch den Fully Charged Show, aber gut, ich will nicht so sehr auf die englischsprachigen eingehen, da gibt es natürlich tausende, wenn ich jetzt die alle hier nennen wollte. Dann wäre ich morgen noch unterwegs. Ich gucke ab und zu auch bei E-Mike vorbei. So, wen haben wir noch? Die Ikario-Jungs aus Österreich. Ja, das ist so ein bisschen Wiener Schmäh, ist nicht ganz so meine Sache, Jungs, verzeiht mir bitte, aber jeder hat so seine Zielgruppe, also ich fand euer BYD-Video super, ja, nochmal dazu. Wen haben wir noch? Den Thomas Wolf, der macht auch ganz gute Videos zur Zoe, den habe ich hier, ja, ich habe einen Haufen Leute, die ich hier abonniert habe, das war's aber, glaube ich, jetzt dann aber wirklich. So, ja, das war's. Also das war's, was die Tesla-Kanäle angeht. Und ich meine die Erstgenannten, mit denen habe ich auch schon viel zusammengearbeitet. Die hast du auch gemeint hier. Die Tesla-Kanäle strotzen vor Energie. Andreas Lüttger, vielen Dank. Wir werden weiter Energie verteilen, möglichst viel elektrisch. Und ich wünsche euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Und wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Stelle. Ja, ich habe nichts mehr vergessen. Ich habe alles gesagt. Morgen am 2. sehen wir uns wieder, 18:30 Uhr. Macht's mal gut. Ciao, ciao.